Hi Leute und willkommen zurück zu Metroid Prime Remastered. Ich finde das auch schon wieder so cool, wie das Regenwasser auf unserer Waffe abperlt und so. Es ist einfach in diesen Details so gut gemacht, dieses Spiel. Aber wir wollen nochmal Richtung Höhlen von Markmoor zurück. Da liegt unser eigentliches Ziel. Ich glaube, auch hier in der Ecke könnten wir nochmal einiges erkunden mittlerweile. Aber ich glaube, wir gehen doch erstmal unserem eigentlichen Ziel nach. Ich muss noch mal einen Blick auf die Karte werfen. Wo war es jetzt? Hinter uns der Ausgang. Der müsste es sein. Nein, noch weiter rechts. Der, genau. Der ohne alles zu erreichen ist, weil der uns auch hierher zuerst in die Ruinen der Schosso geführt hat. So, kommt raus, Viecher. Genau, hier haben wir jetzt durch unsere Fähigkeiten... Beziehungsweise wir sind ja von den Magmoor-Höhlen quasi jetzt andersrum hier reingekommen. Aber jetzt können wir halt auch durch unsere Fähigkeiten hier diesen anderen Ausgang Richtung Höhlen von Magmoor, heißen sie, ne? Erreichen. War das jetzt hier oben hoch? Das waren die Richtung Schosso, genau. Und jetzt müssen wir hier hoch, um in die Höhlen von Magmoor zu kommen. Genau, das Viech. Können wir das eigentlich mittlerweile... Ah ja, mit einer Rakete ging's. Das konnten wir beim ersten Mal auch nicht zerstören, als wir beim ersten Mal hier waren. So. Ich wollte gerade sagen, wir müssen noch diese Viecher, diese Dinger oben drüber kaputt machen, um diese Pflanze kaputt zu machen. Und ich glaube, die Tür hier war von einer Raketentür verschlossen gewesen. Und genau, und hier haben wir aber letztes Mal schon festgestellt, hier müssen wir wahrscheinlich grappeln können, um auch noch weiter raufzukommen. Da oben sieht man schon die rote Tür wieder, genau. Aber wir wollen jetzt... Ah ne, die gingen auch so. Okay, ich dachte, das wären die, die man nur mit Raketen kaputt schießen kann, aber offensichtlich können wir sie auch so kaputt schießen. Jo, du wolltest mich anspringen. Und da verpieselt er sich auch schon wieder. Okay, sind doch einige hier. Gut. Hier ist... Achso, wir haben ja mittlerweile auch schon einen hitzebeständigen Anzug, ne? Stimmt, da würden mir auch noch ein, zwei Räume einfallen, wo es was gibt. Aber wir gehen jetzt erstmal unserem Hauptziel weiter nach. Mal gucken, was es da noch für ein Goodie für uns gibt an der nächsten Station. Ich muss einmal Lautstärke technisch hier was nachgucken. Na, sieht aber okay aus. Kam mir irgendwie so laut auf den Ohren vor. Aber ein bisschen Lautstärke auf den Ohren ist auch nicht schlecht, um tiefer ins Spiel einzutauchen. Hier sieht mir fast so aus, ne? Als wenn es hier noch was hintergeben könnte. Tut's aber erstmal nicht. Judy! Da sind wir fast schon wieder. Ach ja, klar. Uah, nicht bitte, bitte, bitte. Bitte nicht in der Lava sterben. So, irgendwann musst du kaputt gehen, Viech. Ja, im Zweifelsfall so. Wie viel Leben haben wir noch? Okay, noch drei volle und 16 Einzel. Boah, aber wenn ich weiter so mache, kann das schnell vorübergehen. Verbraucht sein, dieses Leben. Ach, Shitty. Ich kann mich eigentlich... Ich glaube fast, dass wir hier auch den Grapple Beam kriegen eventuell. Weil ja auch schon so viel zum Grappeln ist letztendlich. Gerade aus dem Weg, aus den Magma-Höhlen, aus Magma hier raus. So, ein bisschen Leben bekommen. Sind wir hier schon gewesen? Oder sind wir hier auf dem Hinweg einfach runtergeplumpst? Kann durchaus sein, ne? Ich glaube schon, dass wir diesen Weg hier... Wow. Wow, 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 wow. So. Kriegen wir aus den Kisten vielleicht ein bisschen Leben? Es wäre ganz nett. Ich
Wir kommen da oben durchaus dran. Wie ist denn unser regulärer Weg darüber gewesen? Nein, 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 Kackviech. Ich hasse dich. Oh. Und wie lange man allein braucht, um aus seiner Ballform rauszukommen. Unfassbar. Oh Gott, ey. Nein! Boah, jetzt gehen wir auch noch drauf wegen der Scheiße. Ich schwöre es euch. Ich will jetzt dieses Kackteil hier besiegen. Kann doch nicht wahr sein. Boah, aber nicht, wenn ich so weitermache. Boah, Gott sei Dank. Jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Leben. Ach, darüber sind wir. Ah, guck mal. Okay, gut. Haben wir auf dem Rückweg, glaube ich, noch einen Gang gefunden. Schon wieder verdrängt gehabt. Ich muss sagen, ich habe jetzt grob anderthalb Wochen nicht gespielt, weil mir Karneval dazwischen gekommen ist. Und ich ein bisschen Zeit gebraucht habe, um mich von Karneval zu regenerieren. Oh, falscher Knopf. Und da war mir nicht nach Singleplayer-Spiel. Da brauche ich dann eher was anderes, wo ich meinen Kopf nicht so für einschalten muss. Ja, so ein bisschen Multiplayer. Boah. Oh cool, ich glaube, wir haben dadurch jetzt noch einen Missile-Container gefunden, einen weiteren. Und können 5 weitere Missiles tragen. Sehr nice. Genau, maximal mitführbare Missiles um 5 erhöht. So, wir haben noch 96 Leben. Das ist in der Tat nicht so viel. Ich hätte auch gerne mal wieder ein, zwei mehr Punkte Lebensdinger da aufgefüllt. Da müssen wir jetzt echt gerade mal ein bisschen vorsichtiger sein. Hier an dieser einen Kontrollstation waren ja jetzt auch noch relativ viele Missile-Stationen, die auf uns geschossen haben. Und generell auch nicht so wenig Gegner hier gewesen. Genau die meine ich. Oh. Ah, jetzt haben wir schon nur noch 60 Leben. What the fuck? Puh. Jetzt ist unser Leben gerade wirklich nicht mehr so viel. Ich finde, wenn wir wenig Leben haben, ja, könnte auch in diesen Kisten mal ein bisschen mehr Leben drin sein. Okay, sie füllen uns erstmal Missiles voll. Wir haben noch 24 Leben, ey. Es ist echt nicht viel. Oh, da kommt schon wieder ein bisschen was. 34. Könnte aber immer noch ein bisschen mehr sein. Aber der Gegner hat auch noch ein bisschen was hinterlassen. 64. Bin ich überhaupt? Die haben wir schon mal gescannt, ne? Eigentlich wollen wir hier. So, hier ist eigentlich unser Zielraum. Boah, Kamera. Mach doch mal, was ich möchte. Wollte eigentlich mal eine Idee davon kriegen. Na, der ist noch ein bisschen über uns, dieser Ausgang auf der Seite. Ja, wahrscheinlich über die Brücke da. So, 74 Leben. Immerhin mal wieder das. Vielleicht kriegen wir auch einen Double Jump hier, um dann darauf zu kommen. Wir werden es sehen. So, das hier müsste ich eigentlich alles schon gescannt haben. Das habe ich, nachdem ich beim letzten Mal hier abgenippelt bin, auch nochmal gescannt alles. Ja, dann gehen wir mal hier weiter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass uns das zu unserem nächsten Ziel hier führt. Ja, wenn man einen Blick auf die Karte wirft. Boah, fuck. Kann man sich sogar sehr sicher sein. Aber mit so wenig Leben hier ankommen, ey, boah. So, wir könnten ja. Nein! Es war ein wegsprengbarer Block, auf dem wir da standen. Okay, Leute, bis gleich. Okay, Leute, das Gute ist, ich bin auch diesmal mit wesentlich mehr Leben hier angekommen. Jetzt müssen wir uns diesen Block hier nochmal genauer anschauen. Okay, deswegen ist er auch beim ersten Mal nicht zerfetzt. Er ist nur leicht kaputt gegangen und bei der zweiten Sprengung geht er dann ganz kaputt. So wollen sie einen hier quasi nochmal ins Risiko treiben. Ich vermute mal, es ist hier mit allen Blöcken so.
Und man könnte, wenn man schnell genug gewesen wäre, sich auch aus der Lava wieder hochkatapultiert haben. Ich war aber nicht schnell genug. So, wir probieren es jetzt nochmal. Wir haben ja auch ein bisschen mehr Leben bei der ganzen Nummer hier jetzt. Die Frage ist ja überhaupt, ist das vielleicht der richtige Weg? Ach so. Nice, es gibt nochmal einen Energy Tank hier oben. Okay, hat sich das Draufgehen wenigstens nochmal gelohnt, muss ich sagen. Und hier unten ist dann der reguläre Weg. Ja, cool. Jetzt haben wir schon auf dem kurzen Weg hier quasi nochmal 5 Missiles und nochmal einen Lebenscontainer mehr mitgenommen. Also nochmal 100 Leben mehr. Das ist doch grandios. Oh, ich hätte hier... Zum nördlichen Teil der Eiswüste von Fendrana. Okay, ich hätte hier eher nochmal einen Fight oder sonst was irgendein Goodie erwartet und nicht den Zugang in noch ein weiteres Gebiet. Also, dass es noch weitere Gebiete gibt, ist mir irgendwie klar gewesen. Aber das hätte ich hier noch nicht erwartet, so, dass wir jetzt schon so tief hier ins Spiel und in die Level vordringen. Eiswüste von Fendrana. Braucht man hier nicht auch noch einen Anzug, der einen vor der Kälte schützt? Ja, westliche Höhlen von Markmoor. Transporter, ja. Dieses Eisgebilde blockiert den Zugang. Ein kräftiger, einmaliger Beschuss sollte ausreichen, um den Weg zu räumen. Was heißt kräftig? Ah, Charge Beam. Raketen wären mit Sicherheit auch gegangen. Boah, die ganzen unterschiedlichen Biome finde ich auch so cool gemacht. Weil sie auch einfach... Weil einfach auch jedes Biom wirklich seine eigene spezielle Atmosphäre und so hat. Sowohl natürlich von der Optik als auch von der Musikuntermalung und so. Und es sieht einfach so spitzenmäßig aus hier in der Switch-Version. Man merkt das auch, ne? Es ist hier eher so ein bisschen leiser auch von der Musik, ne? Weil es ja in so Eiswüsten eigentlich einem immer alles leise vorkommt, abgesehen vom Knacken des Eises natürlich. Die Plattform wird von einem gasgetriebenen Antriebssystem in der Luft gehalten. Die Musik in den Höhlen vom Markmoor ist eher treibend, weil es halt auch einfach heiß ist und schwitzt und man das einfach mit heißer, harter Arbeit verbindet und so. Das ist irgendwie so cool alles. Gitter infolge der Witterung spröder geworden. Starke Anreicherung von Radion gemessen. Wenn man jetzt immer so direkt wüsste, welches Element man mit welcher Waffe kaputt machen könnte. Eine neue Spezies. Typisierung. Zapffüßer. Arktischer Gliederfüßer mit Revierverhalten. Die Eisschale des Zapffüßers reflektiert die meisten Beamwaffen. Daher wird der Einsatz von ballistischen Waffen oder hochtemperierter Waffentechnik empfohlen. Ihr Larvenstadium verbringen sie kopfüber in Eishöhlen hängen. Während dieser Zeit sammelt sich Feuchtigkeit in ihrem Körper, die im Laufe der Zeit zu einer festen Eisschicht wird. Den so entstehenden Eiskegel behält der Zapffüßer für den Rest seines Lebens. Auch diese Background-Stories der einzelnen Kreaturen hier. Ach, guck mal. Mit einer Missiles kriegen wir es kaputt. Mit diesen Vögeln können wir die auch scannen? Tatsächlich. Und dann wollen wir das selbstverständlich auch. Ist nämlich noch ein Eintrag für die Typisierung. Tarnsegler, kleiner Räuber mit optischem Tarnverfahren. Für das bloße Auge nahezu unsichtbar. Tarnsegler verfügen über ein ausgefeiltes optophysikalisches Tarnverfahren. Daher lassen sie sich nur mit Hilfe von X-Ray-Technik aufspüren. Unaufhörlich ziehen sie ihre Flugbahnen und erlegen dabei größere Insekten sowie andere kleinere Beutetiere. Tarnsegler ziehen bei der Jagd kreisförmige Schneisen und nutzen dabei Ultraschallsignale zur Orientierung. Wobei man die ja schon ganz gut sieht, ne? Aber sie sind schnell. Okay, schauen wir mal, ob wir hier mal einen kriegen irgendwie. Ah ja, man kriegt sie tatsächlich und sie hinterlassen auch Stuff. Aber das, ups, falscher Knopf gedrückt, aber der Stuff ist so weit weg, dass er nicht angezogen wird vom Charge Beam. So, mal gucken. Beam, also Charge Beam. Charge Beam geht nicht. Na gut, dann Missiles halt. Okay, hier ist eine Tür raus, wo wir reingehen könnten. Das kalte Wasser, da habe ich wahrscheinlich... Ah doch. Okay, ich dachte, es ist so kalt, dass es mir Schaden zufügt. Aber entweder ist es das generell nicht, oder unser Anzug schützt uns auch... Oh, hier ging es runter. Schützt uns auch davor. Okay. Aber allzu viel ist hier unten anscheinend erstmal nicht.
Außer einem Wasserbecken, was einen halt wahrscheinlich daran hindert, irgendwelche Dinge zu erreichen, die man noch nicht erreichen soll. Was einen erstmal zwingt, hier auf diesem Pfad zu bleiben. Okay, dieser Rundgang hat uns jetzt aber auch nur so semi-viel gebracht. Ja, auf diese Plattform hier kommen wir auch noch nicht drauf. Da fehlt uns definitiv noch der Double Jump für. Genauso wie um hier eventuell hinzukommen. Ne? Es ist generell zu niedrig. Zu hoch. zu niedrig. Und dieser Sprung hier ist einfach mal zu weit, dass man hier irgendwie drankommen könnte. Und hier kommt man ja auch nicht drauf. Okay, okay. Diese Teile sind uns auf jeden Fall noch verborgen. Wir könnten hierher... Boah, hier sind noch 4 Türen. Eine, wo wir jetzt vorgucken, wo wir auch erstmal nicht hinkommen, denke ich. Obwohl, da drunter her vielleicht. Und da oben in der Wand sind auch mal mindestens noch 2 Türen, an die wir aber auch so gar nicht rankommen. Aber ich glaube, das hier ist tatsächlich nur noch... Die oberhalb liegende Tür wurde entriegelt. Na, immerhin das. Aber ich fürchte, es geht hier auch um eine Tür, an die wir noch gar nicht rankommen. Ist nämlich da oben drauf. Ja gut, dann folgen wir mal dem einzig schlüssigen weiteren Pfad hier, oder? Speicherstation. Ja, ich will speichern. Aber hier drin scheint mir auch Sackgasse zu sein. Da frage ich mich ja doch. Warum hat uns das Spiel jetzt hier hingeführt? Also irgendeine dieser Türen müssen wir noch erreichen können. Sonst hätte uns das Spiel nicht hier hingeführt. Oder sehe ich das falsch? Das Spiel hat uns doch hier hingeführt. Ach so, oh Gott. Hier sind einfach jetzt noch so eine Art Treppe an der Wand, die ich noch nicht gesehen habe. Ups. Ja, dann kommen wir jetzt doch an diese Tür dran, die hier ursprünglich versiegelt war. Aber die da sind immer noch höher, wo wir nicht drankommen. Ah, die kann man noch nicht. Haben wir die nicht schon mal gesehen? Blitzbomber! Vom Körper dieser Wesen gehen pulsierende Ionenkanälchen aus. Wie die übrigen Bomberarten lassen sich auch diese Wesen nur mit elektrischer Energie bekämpfen. Nähert man sich einem Blitzbomber, so kann dies elektrische Störungen des Visors zur Folge haben. Auseinandersetzungen lassen sich vermeiden, wenn man den Morphball verwendet und zwischen den rotierenden Energieströmen hindurchhuscht. Ja, es kann sein, dass wir das schon mal gescannt haben, dass das einer der Scans ist, den ich dann durch den Tod verloren habe. Natürlich schaffen wir es trotzdem nicht, zwischen den Energiestrahlen durchzurollen. Nein, wir schaffen es grundsätzlich nicht. Okay, dann gehen wir mal hier raus. Oh. Junger Eisgigant, arktischer Räuber, dessen empfindliche Rückenpartie mit Eis gepanzert ist. Junge Eisgiganten bilden eine widerstandsfähige Eisschicht auf ihrem Rücken aus, wie ungefähr alle Viecher hier. Sie dient dem Schutz einer äußerst empfindlichen Schicht von Körpergewebe. Aufgrund dieser Schwachstelle sind junge Eisgiganten stets bedacht, ihren Rücken durch schnelle Drehbewegungen aus der Angriffslinie möglicher Feinde zu bringen. Diese kräftigen Räuber geben Stöße extrem kalten Gases gegen ihre Beute ab, bevor sie sich auf sie stürzen. Ja, ich gehe mal davon aus, sie werden jetzt gleich da rauskommen. Da haben wir auch schon die ersten. Also ich würde sagen, wir drehen uns mal drum. Ah, sie drehen sich natürlich mit, wie es uns angekündigt wurde.
ist ja fast schon sowas wie ein taktischer Kampf hier. Komm, bleib doch mal stehen, Junge. Ja, jetzt rammen sie uns auch noch. So, da haben wir doch mal den Rücken frei. Ja, auch du müsstest jetzt mal da rauskommen. Wie cool das aussieht, dieser aufgeplatzte Rücken. Ist das das Gas, von dem die Rede war? Sieht mir zwar eher wie ein Geschoss aus. Aber gut, ich akzeptiere das auch als Gas. Ja, man sieht auch schon, da sind Sachen abgeplatzt und dann muss man tatsächlich nur noch ganz wenig draufschießen. Und dann sind sie auch hinüber. Okay, zwei davon sind natürlich eher schon wieder ein bisschen nervig. Aber keine große Gefahr. Es dauert halt nur seine Zeit, bis man sie erledigt hat. Okay. 1, 2, 3, 4. Ja, man kriegt irgendwann noch so einen 3-, 4-fach oder 5-fach Raketenschuss. Und es kann sein, dass das ein Schalter dafür ist. Aber dann müsste man ihn eigentlich scannen können, oder? Gucken wir uns erstmal hier unten eben zu Ende um. Nochmal nach einer Eiswand aus, die man durchbrechen kann. Das Eis, welche diese Öffnung blockiert, kann mit extremer Hitze geschmolzen werden. Okay, ich hätte jetzt eher gedacht, man kann es sprengen. Okay, Charge Beam ist offensichtlich noch keine extreme Hitze. Dann brauchen wir dafür wohl noch eher einen anderen Beam. So, gucken wir uns mal eben die Karte von dem Raum hier an. Okay, hinter uns wird es noch weitergehen und da oben sieht es noch irgendwie nach so einem Morphball-Durchgang aus. Ja, da ist ein Ausgang. Frage ist nur, wie kommt man da hin? Ja, spontan würde mir schon mal ein Doppelsprung einfallen, mit dem man da hinkommen könnte. Vielleicht ist er jetzt noch nicht dafür gedacht, von uns erreicht zu werden. Gehen wir erstmal hier oben weiter und schauen mal. Oder man kann sich hier so lang schlängeln. Das kann natürlich auch sein. Ach so, hier ist auch nochmal eine Schiene. Was ich ja wirklich cool fände, ne? So als modernes Kartenfeature. Klar, dass man es hier noch nicht hat. Wenn man solche Sachen sieht, dass man jetzt einfach einen Button drücken könnte und dann ist es auf der Karte markiert, ne? Mit irgendeinem eindeutigen Symbol. Das fände ich mal wirklich konformes, ein komfortables, gut gemachtes Kartenfeature. Keine komplett automatische Registrierung von solchen Sachen, sondern dass man schon die Sachen aktiv der Karte hinzufügen muss. Dann muss man es sich nicht manuell aufschreiben oder so. Und es wäre auch nicht zu easy, falls man es einfach übersieht und dran vorbeirennt, dass man es nicht automatisch auf der Karte hat. Das finde ich eigentlich eine coole Lösung, ne? Allerdings weiß man dann auch, überall, wo man nichts markieren kann, da ist auch nichts. Das wäre so der einzige Nachteil, ne? Oder man müsste einfach... Ja, vielleicht nicht durch unterschiedliche Symbole oder so, dass es einfach ein manueller Marker dann ist. Keine Ahnung. Oder man macht es über ein Ringmenü, dass man selber da irgendwie eine Markierung hinsetzen kann. Eine eindeutige. Was haben wir hier schon wieder? Arktische Wühlschabe. An Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes angepasster Gliederfüßer. Die Zähigkeit der arktischen Wühlschabe ist auf ihre perfekte Anpassung an die Kälte des fendranischen Klimas zurückzuführen. Die meiste Zeit ihres Lebens verbringt die Wühlschabe damit, sich durch gefrorenes Erdreich zu graben, dringen andere Lebewesen in ihr Wahrnehmungsbereich ein. So kommt sie an die Oberfläche, um diese zu attackieren. Ja, dann komm doch nochmal an die Oberfläche. Oh. Ja. Entschuldigung, so einfach ist es, sie da rauszulocken. Man muss quasi direkt drauf trampeln, glaube ich, um sie rauszuholen. Ah ne, nicht so ganz. Ah, muss auf jeden Fall ordentlich nahe kommen. Ah, guck mal, dann kommen wir da wieder raus, aus dieser Tür. Und dann kann man wahrscheinlich in diese Tür da rein, würde ich vermuten. Aber hier habe ich jetzt in der Höhle noch nichts... entdeckt, wo man irgendwie mal weitere Goodies oder so groß rausholen könnte. Oh, hier sind noch einige von denen drin. Komm raus! Ey, warum willst du jetzt nicht rauskommen? Ernsthaft?
Genau, das ist unser Einstiegsraum hier in dieses Gebiet. Mit diesen Viechern, die man nur im X-Ray-Visor sehen kann. Oh, nochmal andere. Ah ne, das sind die gleichen Impulsbomber, okay. Aber sie haben nicht diese kreiselnden Dinger um sich rum. Aber man muss hier so ein bisschen aufpassen, dass man nicht in dieses Bombardement reinrennt. Naja, hier könnte man sich nochmal genauer umgucken, wenn man was gegen sie hat. Was braucht man nochmal? Wurde einem jetzt, glaube ich, gar nicht so genau gesagt, was man hier nochmal an Muni braucht. Hier sind nochmal so ein paar gepanzerte Viecher. Und eine lila Tür. Ah, komm, den ersten hätte ich ganz gerne, bevor der zweite ins Spiel kommt. Ja. Oh nein, wir sind eingefroren. Okay, das wusste ich auch nicht, dass die Viecher das können. So, jetzt haben wir aber nur noch einen hier gegen uns. Ah, aber ich kann hier nicht rumzirkulieren, wie ich möchte, weil der Kollege zu weit an der Wand steht. Oh, okay, das ist also das Gas, was gemeint war. Das haben wir bei den ersten noch gar nicht getriggert gehabt. Okay, dass die Raketen auch so einen langen Cooldown haben. Nervt bei diesen Viechern ein bisschen, dass man nicht direkt zwei, drei auf einmal draufballern kann, wenn man schon mal da ist. Eine Schosso-Inschrift. Nun, da die große Seuche immer tiefer in den Planeten eindringt, wächst die Verzweiflung in unseren Reihen. Klammern wir uns an die Zuversicht, dass es nicht zu spät ist und schützen uns nun auf unsere letzte Hoffnung. Wir haben mit der Errichtung eines Tempels begonnen, mit dem Ziel, diese dunkle Kraft einzuschließen. Sein Herz bildet das Signum, ein mystisches Schloss, welches sich aus 12 Artefakten zusammensetzt. Es ist erfüllt von der gesamten spirituellen Kraft, die wir schon so aufbringen können. Und dennoch plagen uns Zweifel. Wird diese Stätte rechtzeitig fertiggestellt sein und wir werden die Aura des Tempels und die des Signums insbesondere sich als stark genug erweisen, achso, und wird die sich als stark genug erweisen, um die Giftflut abzuhalten, welche sich nun im Boden zusammenbraut und alles Leben bedroht. Okay, man hat die Bedrohung, der man nicht Herr werden konnte, weggesperrt. Genau, das haben wir auch schon gefunden, den Eingang dazu quasi. Wir müssen halt nur noch diese 12 Artefakte sammeln. Guck mal, hier würde es auch noch hochgehen, wenn man höher springen könnte. Können wir aber nicht. Schauen wir uns auch hier erstmal noch ein bisschen am Boden um, bevor wir irgendwo raufspringen. Da sind wir hergekommen, ne? Genau. Na gut, so groß ist der Raum nicht. Die westlichen Eisruinen. Okay, hier unten würde es weitergehen. Habe ich so den Eindruck. Hier ist auch nochmal so ein Dings. So vier Dingse an der Decke. Ich glaube, wir kommen hier auch nirgendwo weiter hoch, ne? Hier sind wir gerade schon. Na, ich glaube, für den Moment sollten wir tatsächlich diese Tür da unten nehmen. Weil wir hier nirgendwo hochkommen. Guck mal, die sehen anders aus. Aber haben wir offensichtlich auch schon gescannt. So, mal gucken, ob wir mal hier durchkommen, ohne eine Elektrizität zu berühren. Nein, kommen wir nicht. Ach, ist auch scheißegal, ey. So viel Schaden machen sie nicht. Okay, da oben ist ein ganz schöner Schacht, oder da hinten? Erstmal ein paar Gegner besiegen. Ey, warum? Was ist hier los? Ach, guck mal, nochmal eine Schosso-Inschrift.
Unzählige Kreaturen erliegen der Fäulnis, die das Land durchzieht, und wir Schosso bilden keine Ausnahme. Doch diese Qualen wiegt die Verheißung der Zukunft auf. Mittlerweile sind wir zu der Annahme gelangt, dass wir zu Lebzeiten nicht mehr die Gelegenheit haben werden, eine Pforte zu öffnen, um die dunkle, von uns eingeschlossene Energie zu bannen. Ungeachtet dessen wird unsere Wachsamkeit für immer Bestand haben. Es ist unsere Überzeugung, dass eines fernen Tages ein Retter erscheinen wird, der das fortführt, was wir einst begannen. Für diesen Krieger hinterlassen wir Waffen und Schutz vergangener Epochen. Wer immer auch befähigt ist, diese Waffen aufzunehmen, er muss der Auserwählte sein. Er allein kann das Böse bezwingen, welches hier gedeiht. Genau! Und das sind wir offensichtlich. Und wir können die Waffen natürlich tragen, weil wir ja von den Schosso quasi aufgezogen worden sind, ne? Nachdem unser Heimatplanet ja von den Weltraumpiraten zerstört wurde. Wenn mich nicht alles täuscht. So, besiegen wir erstmal den wieder. Aber er steht auch mit dem Rücken zu so einer Wand, ne? Das ist nicht so geil für einen Kampf gegen dich, Junge. So, und da haben wir ihn auch und kriegen 50 Leben wieder. Das ist ja nett von ihm. Das hier sieht fast auch schon nach irgendwas aus, was irgendwas mal beherbergt hat, ne? Aber Leute, ich würde sagen, über diese Plattform hier springen wir beim nächsten Mal weiter. Was haben wir hier noch? Neuanordnung der Plattform abgeschlossen. Ah, okay. Okay, okay, Leute. Aber was sich hinter diesen Plattformen verbirgt, das werden wir beim nächsten Mal sehen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch ein Däumchen nach oben oder eventuell so ein Abo da. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.